Willkommen zum dritten Teil des Lernvideos Quantitative Verfahren in der Chromatographie. Der erste Teil, der hat sich beschäftigt mit dem externen Standard. Der zweite Teil ging dann um die Flächenprozentmethoden. Und heute soll es um den internen Standard gehen. Da gibt es aber zwei Möglichkeiten, entweder als Einpunktkalibrierung oder Mehrpunktkalibrierung. Hier geht es jetzt ausschließlich um die Einpunktkalibrierung. Das Ganze richtet sich an Auszubildende für Laborberufe, zum Beispiel Chemielaborantinnen oder Chemielaboranten, aber auch CTAs oder Studierende. Vorausgesetzt, damit Sie das Ganze verstehen, ist, dass Sie chemisch-analytisch rechnen können, das Dreisatzrechnen sollten Sie beherrschen und die Begriffe Response-Faktor, Kalibrierfaktor und externer Standard sollten Ihnen auch was sagen. Diese Begriffe, die letzten drei, die werden allerdings in den Lernvideos 1 und 2 besprochen. Sie benötigen Stift, Papier und Taschenrechner, weil hin und wieder werden wir was aufschreiben und ich würde Ihnen auch dringend empfehlen, dass Sie das Ganze mitschreiben. Weiterhin brauchen Sie ein Arbeitsblatt mit dem Titel Quantitative Verfahren in der Chromatographie. Sie finden das zum Download unter www.laborberufe.de im Ordner C3CL, also Chemielaboranten drittes Lehrjahr. Und in diesem Teil 3 des Lernvideos geht es um den Abschnitt 5. Also um den internen Standard als Einpunktkalibrierung. Das sind einige Seiten, die würde ich an Ihrer Stelle auf jeden Fall ausdrucken, weil da sind auch Aufgaben eingebettet, zum Teil auch Rechenaufgaben, die Sie dann an Ort und Stelle bewerkstelligen sollen. Also erstmal jetzt auf Pause drücken und sich das Arbeitsblatt organisieren. Was es jetzt mit diesem internen Standard auf sich hat, lässt sich am einfachsten erklären mit Hilfe eines Gleichnisses. Der Kutscher aus dem alten Arabien hat ein Problem. Lesen Sie sich doch bitte diese Zeilen erstmal durch und beantworten Sie die Aufgabe 51a, 51b und 51c eigenständig. Kleiner Tipp von mir bei der 51a, es ist relativ einfach, das können Sie mit dem Dreisatz berechnen, das Ergebnis. Bei der 51b, das magische Wort ist, wäre hier die Dichte, mit der Sie argumentieren sollen. Und bei der 51c, da brauchen Sie die Response-Faktoren und die müssen Sie also berechnen. Wie die genau definiert sind, das ist im Lernvideo Teil 1 erklärt. Drücken Sie jetzt bitte also auf Pause und bewerkstelligen Sie diese drei Teilaufgaben erstmal alleine, bevor Sie hier weiterschauen. Bei der Teilaufgabe 51a, da muss man ja eben abschätzen, wie viel Liter Zuckersirup der Kutscher zu Beginn mitgenommen hat. Das hat er nämlich leider vergessen aufzuschreiben. Aber er weiß, er hat 45 Liter Wasser mitgenommen und die haben auf der Waage 210 Einheiten ergeben. Und der Zuckersirup, der hat 160 Einheiten ergeben und er muss eben jetzt abschätzen, wie viel Liter Zuckersirup er zu Beginn mitgenommen hat. Das kann man eben mit dem Dreisatz machen. Dafür kann er zum Beispiel das geteilt durch das aufschreiben. Also x geteilt durch 45 Liter. Das geteilt durch das ist das gleiche wie das hier geteilt durch das hier. Also das gleiche wie 160 Einheiten geteilt durch die 210 Einheiten. So, das muss man dann bloß noch nach x umstellen und ausrechnen. Und wenn man das eben macht, bekommt man dieses Ergebnis hier raus. Also 34,286 Liter. Das ist allerdings nur eine Schätzung. Warum das nur eine Schätzung ist, ist ganz klar. Er vergleicht nämlich hier Äpfel mit Birnen, weil Wasser und Zuckersirup ist nicht das gleiche. Und wenn man eben einen solchen Dreisatz eigentlich bildet, beim externen Standard zum Beispiel, da war der Kalibrierstoff und der Analyt der gleiche. Also die beiden Stoffe müssten eigentlich theoretisch identisch sein, damit man eben den Dreisatz anwenden kann und nachher das richtige Ergebnis rauskommt. Dies ist hier nicht der Fall. Einmal hat er hier Wasser und einmal Zuckersirup. Und deswegen
ist dieses Ergebnis noch hier fehlerbehaftet. Sie können also bei der Aufgabe 5.1b auch gleich aufschreiben, dies ist nur eine grobe Schätzung, da es sich um unterschiedliche Stoffe handelt, die vom Detektor, also der Waage, nicht gleich empfindlich detektiert werden. Um zu entscheiden, ob der bei A geschätzte Zuckersirupgehalt eher zu hoch oder zu klein ist, müssen wir uns die Dichte dieser beiden Flüssigkeiten mal anschauen. Wasser hat ja die kleinere Dichte als Zuckersirup. Das heißt, beim Wasser haben Sie einen höheren Gehalt, der bei einem Detektor eine Einheit erzeugt, als beim Zuckersirup. Beim Zuckersirup ist der Gehalt, sprich quasi das Volumen in diesem Fall, kleiner, das man benötigt, um dasselbe Signal zu erhalten wie beim Zuckersirup. Also man kann sagen, Zuckersirup wird deshalb empfindlicher detektiert, weil eben hier ein kleinerer Gehalt eben zur selben Signalstärke führt wie beim Wasser. Dafür, beim Wasser wäre ein größeres Volumen erforderlich. Also ich habe hier geschrieben, empfindlichere Detektion, Folgepfeil, kleinerer Gehalt führt zur selben Signalstärke. Bei der Aufgabe 5.1a haben wir so getan, wenn Zuckersirup das gleiche ist wie Wasser. Beim Wasser haben wir ja gewusst, ein bestimmtes Signal führt zu einem bestimmten Gehalt. Das konnte man eben berechnen, dieses Verhältnis. Und wenn wir das Verhältnis hier auch zur Grundlage legen, fälschlicherweise, dann würden wir einen zu hohen Zuckersirup-Gehalt, also ein zu hohes Volumen erhalten. In Wirklichkeit ist das Zuckersirup-Volumen aber etwas kleiner, weil eben hier das empfindlicher detektiert wird. Also man muss hier sagen, weil das war ja auch die Frage, ist der bei 5.1a geschätzte Zuckersirupgehalt eher zu hoch oder eher zu klein? Also wir haben ihn zu hoch geschätzt, weil wir haben das Verhältnis genommen zwischen Signal und Gehalt von Wasser. Und in Wirklichkeit haben wir eben vernachlässigt, dass eben der Zuckersirup empfindlicher detektiert wird. In Wirklichkeit liegt weniger Volumen an Zuckersirup vor, wie wir hier geschätzt haben mit Hilfe der Daten von Wasser. Deswegen habe ich noch hier hingeschrieben, der Zuckersirupgehalt wurde zu hoch geschätzt. Sie können entweder diese Aufgabe eben so ein bisschen grafisch beantworten, wie ich das jetzt hier getan habe, oder Sie beantworten die eher verbal. Da habe ich hier aufgeschrieben, da die Dichte von Zuckersirup höher ist, entspricht eine Einheit beim Wiegen einem kleineren Zuckersirupgehalt, also Volumen, als beim Wasser. Die Waage detektiert also den Zuckersirupgehalt empfindlicher als den Wassergehalt. Das ist eigentlich inhaltlich das Gleiche, wie hier in dieser Grafik auch zu sehen ist. Wir müssen aber das Ergebnis also runterrechnen jetzt im nächsten Schritt, weil wir es eben zu hoch eingeschätzt haben. In welchem Ausmaß der Kutscher jetzt sein Ergebnis nach unten korrigieren muss, hängt von den genauen Detektionsempfindlichkeiten ab. Die kann er aber anhand seiner letzten Kutschfahrt, also auf seiner allerletzten, eben nicht ermitteln, weil er ja nicht aufgeschrieben hat, wie viel Zuckersirup er zu Beginn mitgenommen hat. Aber da erinnert sich ja der Kutscher an den vorangegangenen Lauf, da hat er sich nämlich alle Daten notiert. Und deswegen kann er dann eben mit Hilfe dieser Daten die genauen Detektionsempfindlichkeiten berechnen. In der Chromatographie wird so etwas auch Kalibrierlauf genannt und die Detektionsempfindlichkeiten, die werden auch Response-Faktoren genannt und die sind definiert als Signal pro Gehalt. Für Wasser bekommt er einen Response-Faktor von 5,333 Einheiten pro Liter und beim Zuckersirup entspricht ein Gehalt von einem Liter 6,095 Einheiten. Man sieht also eindeutig, dass Zuckersirup empfindlicher detektiert wird als das Wasser. Und er braucht jetzt hier einen Faktor, mit dem er sein Schätzergebnis nach unten korrigieren kann. Und dieser Faktor, das ist einfach das Verhältnis von diesen beiden Response-Faktoren. Und dieses Verhältnis, das wird auch Methodenfaktor genannt. Da das ein kleiner machender Faktor sein soll, ist auch schon festgelegt, warum er die beiden Response-Faktoren durcheinander teilen muss. Also er muss den vom Wasser geteilt durch den vom Zuckersirup rechnen, damit er eine Zahl bekommt, die kleiner ist als 1. Und der Methodenfaktor ist 0,875
Und er muss eben sein Schätzergebnis von vorher mal dieser 0,875 multiplizieren, damit er seinen genauen Gehalt rausbekommt an Zuckersirup. Und das war ja seine Aufgabe, das zu berechnen. Und Sie sehen, mit Hilfe dieses Kalibrierlaufs oder mit Hilfe dieser vorangegangenen Kutscherfahrt kann er eben ein wesentlich genaueres Ergebnis angeben als das geschätzte Ergebnis von vorher. Bei der letzten Teilaufgabe geht es jetzt darum, ob das Ergebnis dadurch verfälscht wird, dass die Waage bei dem Kalibrierlauf oder beim vorangegangenen Lauf von der Empfindlichkeit einfach verschieden war. Und das kann man sich vielleicht mit einfachen Zahlenwerten überlegen. Und zwar habe ich jetzt hier einfach mal der Einfachheit halber für H2O ein Response-Faktor bei der Probefahrt, das soll die allerletzte Fahrt sein, von 1 angenommen. Zuckersirup soll doppelt so empfindlich detektiert werden. Ich habe hier einfach RF gleich 2 genommen. So, wenn jetzt aber die Waage empfindlicher eingestellt war, kann es zum Beispiel dazu führen, dass bei der Kalibrierfahrt der Response-Faktor von Wasser 1,5 war, dann ist aber im gleichen Ausmaß auch das Zuckersirup betroffen. Und dann ist eben der, wenn das hier um 1,5 mal höher ist, dann wird es hier auch um 1,5 mal höher, dann ist der Response-Faktor von Zuckersirup eben 3. Das heißt, der Methodenfaktor, das Verhältnis dieser beiden Response-Faktoren, das bleibt halt eben unverändert. Und das heißt mit anderen Worten, obwohl die Detektionsempfindlichkeit eine andere war, bei der Kalibrierfahrt oder beim vorangegangenen Lauf, macht es überhaupt nichts aus. Und man kann also aus diesem Lauf wirklich diesen Methodenfaktor berechnen. Und der hat auch Gültigkeit für alle anderen Läufe auch. Ich habe also auch aufgeschrieben als Musterlösung, das Ergebnis wird dadurch nicht beeinflusst, da die Veränderung des Messergebnisses sowohl den Zuckersirup als auch das Wasser in gleichem Ausmaß, das heißt um denselben Faktor betrifft. Auf der nächsten Seite ist jetzt nochmal eine Zusammenfassung wiedergegeben und Sie sollen die Aufgabe 5.3, die hier aufgeführt ist, alleine bearbeiten. Da müssen Sie nur zwei Begriffe ergänzen, das ist relativ einfach. Dann ist auf dieser Seite auch nochmal der Methodenfaktor definiert und auch die Vorteile dieser Methode des internen Standards wiedergegeben. Am Schluss wird noch eine Doppelbruchformel vorgestellt, mit der Sie auch das Ergebnis hätten berechnen können. Sie sollen also auch gleich die Aufgabe Nummer 5.4 bearbeiten und die Errechnung eben auf dem freien Platz hier durchführen. Drücken Sie jetzt also bitte auf Pause und beschäftigen Sie sich mit dieser Seite alleine. So, in diese Doppelbruchformel kann man eben das dann einsetzen. Der Doppelbruch links bezieht sich auf den Probelauf und es war beim Kutscher, war der Gehalt am Analyten, also an Zuckersirup nicht bekannt, lasse ich einfach das X stehen. Vom Wasser hat er 45 Liter mitgenommen, also da war der Gehalt 45 Liter. Die Signale, die sich ergaben, waren 160 Einheiten und 210 Einheiten. Die Einheit kürzt sich weg. Der Doppelbruch rechts. Sind die Daten aus dem Kalibrierlauf bzw. dem Referenzlauf. Das waren 21 Liter an Zuckersirup und 30 Liter an Wasser. Und das Signalverhältnis im Kalibrierlauf war 128 Einheiten durch 160 Einheiten. Auch hier kürzen sich jeweils die Einheiten weg. Und man sieht, wie auch im Text angeführt ist, der Doppelbruch rechts ist der Methodenfaktor. Wenn man das also hier ausrechnet, kommt genau 0,875 raus. Das, was wir vorher schon ausgerechnet hatten. Und wenn man dann hier konsequent weiterrechnet, kann man eben für x auch rausbekommen 30,000 Liter. Also es kommt genau das gleiche raus wie vorher. Das heißt, diese Doppelbruchformel ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte und man kann das also relativ schnell das Ergebnis eben auch berechnen. Bleibt nur noch eine letzte, aber dafür relativ wichtige Bemerkung. Und zwar, ich wollte Ihnen am Schluss nur noch mal sagen, dass die Begriffe uneinheitlich in der Literatur verwendet werden. Hier in dem Text und auch in den Lernvideos davor habe ich differenziert zwischen dem Response-Faktor und dem Kalibrierfaktor.
Der Kalibrierfaktor war der Kehrwert vom Response-Faktor. Aber in der Literatur findet man auch manchmal das Ganze synonym zueinander. Also da ist dann der Response-Faktor das gleiche wie der Kalibrierfaktor. Und der Methodenfaktor, der wird häufig auch relativer Response-Faktor genannt, weil er dann aus den beiden Response-Faktoren auch berechnet werden kann. Das heißt nicht, dass es in der Literatur falsch ist. Man muss bloß die Begriffe eben einheitlich und konsequent benutzen. Und man kommt eben dann auch zum richtigen Ergebnis. Damit Sie das jetzt nochmal alleine üben, alles, gibt es noch die Aufgabe 5.5. Die orientiert sich an einer Prüfungsaufgabe. Und ich würde Ihnen dringend empfehlen, dass Sie die Aufgabe jetzt alleine rechnen. Da können Sie nochmal beide Rechenwege üben. Einmal mit dem Dreisatz und den Response-Faktoren und einmal über die Doppelbruchformel. Die Musterlösungen zu dieser Aufgabe, die finden Sie im gleichen Dokument, also quantitative Verfahren in der Chromatographie, unter www.laborberufe.de im Ordner C3CL.